Hallo, heute gibt es ein neues Sammlungsvideo und zwar zeige ich euch heute meine ganzen Bronzer. Alle Bronzer, die ich so besitze, Konturbronzer, so alles zusammengefasst natürlich. Und ich habe in dieser Schublade, also jetzt habe ich alles rausgeholt, aber in der Schublade, wo das ist, sind auch alle meine Face-Paletten, in denen ein Bronzer ist. Das habe ich so gemacht, weil, also Blush-Paletten sind natürlich bei den Blushs, aber ich wusste nicht, wohin ordne ich das. Lidschattenpaletten finde ich dumm, also bei Paletten generell. Bei Highlighter und Blush finde ich es auch nicht clever. Ich dachte mir, mit dem Bronzer, den suche ich jetzt erstes an, der ist vor den anderen Sachen dran. Und dann weiß ich, ich muss mir keinen Blush mehr raussuchen. Wisst ihr, was ich meine? Keine Ahnung, ob ihr das... ja. Auf jeden Fall sind sie bei dem Bronzer eingesortiert und die werde ich euch jetzt alle zeigen. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem Video. So, wir legen los mit dem Bronzer und bitte ignoriert hier meinen bemackelten Tisch. Das sind Macken, die kriege ich nicht mehr raus. Wir fangen an heute mit dem Bronzer und hier habe ich den ersten, das ist von Riva Loves Me Eternal Sun Baked Bronzer. Den habe ich relativ neu, die LA ist ja noch nicht ganz so alt. Genau, so sieht der aus. Den habe ich erst zwei, dreimal benutzt, deswegen habe ich da noch nicht so eine krasse Meinung zu. Da hat er mir ganz in Ordnung gefallen, genau. Dann habe ich hier von Catrice einen, der ist mir eben gerade runtergefallen. Oh, so schade, weil den mag ich echt gerne. Catrice Matte Bronzer, der ist aus der Nomadic Traces LE. Der ist schon ein bisschen älter und der gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, leider jetzt ein bisschen was rausgebrochen. Kann man nichts machen, aber den finde ich ganz gut. Auch recht neu und kann ich auch noch nicht zu sagen, ist dieser hier von Catrice Bronzing Cushion Stick. Genau, den habe ich jetzt einmal benutzt, da fand ich ihn nicht so toll. Ich probiere noch ein paar Mal, bevor ich da irgendwas zu sagen kann. Ein tolles Produkt ist hier von Too Faced. Dieses Produkt und zwar ist das dieser hier. Ich glaube, den kennt man halt. Ich finde den richtig, richtig schön. Der ist schön dezent. Ich mag das. Snow Bunny heißt der Luminous Bronzer. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Dann ein altes Schätzchen. Den Hoola Bronzer. Natürlich habe ich auch den. Den habe ich schon so, so lang. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Nutze ich immer mal wieder. Ist noch recht viel drin trotzdem, aber ja, das ist so ein Klassiker, oder? Den hat ja fast jeder und ich finde ihn auch trotzdem immer noch ganz, ganz toll. Momentan verwende ich gerne dieses hier, diesen Bronzer von Bella Pierre. Der war letztens erst in irgendeiner Box drin und der hat so ein paar Schimmer-Glitterpartikel, aber die sieht man auf der Haut so nicht. Ich finde den richtig schön, der gefällt mir. Wie gesagt, momentan kommt er sehr häufig zum Einsatz bei mir. L'Oréal Paris Bronze to Paradise, dieser Blush. Ja, den habe ich auch schon ein paar Mal verwendet. Ist ganz in Ordnung. Der ist ein bisschen rotstichig, aber es geht. Also trotzdem kann ich den eigentlich ganz gut verwenden. Dann habe ich hier ein Produkt von Sleek. Das machen wir mal einmal gemeinsam auf. Das ist, ja, ihr seht vielleicht aber auch, wie gut das benutzt ist. Gerade im Highlighter kann man es, glaube ich, ganz gut erkennen. Super, super altes Produkt, aber es hat hier ein bisschen... Ist das so körnriger geworden? Aber ich glaube, das ist noch nicht so schlimm. Also ich verwende es auf jeden Fall immer noch. Und ich mag das. Also nicht nur im Bronzer. Ich finde alle drei Produkte hier sind ganz, ganz toll. Und das verwende ich wirklich super, super gerne. Es riecht auch nicht irgendwie. Deswegen, also ich glaube, ich benutze es einfach noch. Und es ist, glaube ich, nicht so verkehrt, dass ich das tue. Mit Rival de Loop Into the Jungle Bronzer. Der ist, glaube ich, vom letzten Jahr. Finde ich einfach tolles Packaging. Und auch den mag ich. Der ist ein bisschen dunkel, aber ich kriege den schon hin, dass der bei mir funktioniert. Genau, den würde ich allein wegen der Verpackung schon nicht weggeben, weil das finde ich sehr schön. Dann auch ein Klassiker und zwar von Physicians Formula, der Butter Bronzer. Auch der ist eine große, große Liebe. Den verwende ich sehr, sehr gerne. Yes. Aus der The Joker LE von Catrice, den Maxi Bake Bronzer, da habe ich hier den lilanen, ich weiß gar nicht, das ist glaube ich der hellere, ne? 010 Can't Catch Me, genau. Ich finde den persönlich richtig gut, ich habe schon mal nicht gehört, dass der fleckig ist, bei mir ist er das gar nicht. Ich mag den sehr gerne und hat auch echt viel Produkt drin. Dann haben wir noch ein Too Faced Produkt, das ist dieser hier, das ist... Soulmates Blushing Bronzer Carry and Big. Auch ein sehr, sehr tolles Produkt, was ich sehr, sehr liebe. Ist dezent, gefällt mir aber dennoch sehr, sehr gut.
zum ersten Mal verwendet, habe ich dieses hier von Benefit. Das ist Hoola Secret Oasis. Und zwar ist das so ein Duo, recht klein ist das, aber das ist einmal der Hoola Light, der mir besser gefällt als der normale Hoola, weil ich bin ja recht hell und ich mag auch den anderen Hoola Bronzer, aber der ist doch nochmal ein Ticken besser. Genau, und dieses Blush hier, Villa, finde ich beide sehr, sehr toll. Von Kiko habe ich einfach dieses hier, was sehr, sehr schön aussieht. Das ist Fruit Explosion Maxi Bronzer 02 White Sienna. Richtig tolles Produkt. Also ich finde das Packaging toll. Hier ist super viel drin. Und ja, ich weiß nicht. Der ist perfekt für meine Hautfarbe, finde ich. Also wie gesagt, hier mit dem Licht ist es noch nicht perfekt. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Der hat eine ganz, ganz tolle Farbe. Der ist perfekt. Also der ist vom Ton auch toll. Also der ist perfekt zwischen... Er ist nicht zu aschig, er ist aber auch nicht zu warm. Das ist richtig, richtig toll. Gefällt mir sehr gut. Ein paar Mal erst probiert habe ich hier von Riva Loves Me Chocolate Bronzing Loose Powder. Wie gesagt, noch nicht so viel probiert. Muss ich noch weiter testen. Kann ich nicht so viel zu sagen. Aber ich mag dieses Packaging, dieses quadratische. Und ach, ich weiß nicht, ich finde, das sieht einfach toll aus. Ich bin begeistert. Aber wie gesagt, muss ich noch ein bisschen austesten. Dann haben wir auch hier noch einen ganz alten Klassiker von MAC, ist das Harmony. Das ist ein Powder Blush, aber ich glaube, jeder benutzt ihn als Bronzer und auch ich. Yes, der ist auch schon super, super alt, habe ich viel schon benutzt, ist aber auch immer noch gut im Produkt drin. Man sieht jetzt noch nicht, wie viel ich den benutzt habe. Mag ich sehr, sehr gerne, auch so ein altes Schätzchen einfach. Dann habe ich hier von Catrice Melted Sun Cream Bronzer. Und tatsächlich, ich bin nicht so der krasse Cream Bronzer Fan, aber der hier, mega, mega super. Also ich mag den sehr, sehr gerne jetzt für den Sommer. Ich habe den so gerne getragen. Kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr sowas gerne benutzt, dann guckt euch den an. Der ist ja günstig und der gefällt mir richtig gut. Wir bleiben bei alten Klassikern von Too Faced Chocolate Soleil Medium Deep. Aber den kann ich auch gut benutzen, also... Den habe ich damals mal aus den USA geholt, als es hier noch nicht so bekannt war, beziehungsweise man den hier nicht gekriegt hat. So ein kleines Teil und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ist auch für helle Haut, finde ich ganz gut. Dann habe ich hier so ein altes Schätzchen von Kevin O'Quinn, ein bisschen teurer. Genau, hier so ein Konturprodukt und das mag ich auch sehr, sehr gerne. Habe ich tatsächlich schon länger nicht mehr benutzt, muss ich mal wieder machen, aber hier seht ihr mich übrigens. Hi! Aber das ist richtig, richtig schön. Also zum Konturieren richtig gut. Hiervon habe ich euch im letzten Puder gezeigt. Ich bin mir noch nicht sicher, welche Marke das ist, weil ich es nicht lesen kann. Ich glaube aber, dass das CC sein muss. Da habe ich auf jeden Fall mal bestellt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das dieses ist. Ihr könnt mich eines Besseren sonst belehren. Aber diesen Bronzer hier, der ist richtig, richtig toll. Also den finde ich richtig schön. Und man sieht es auch, dass ich da ein bisschen schon Hit the Pen habe. Genau, habe ich jetzt schon länger nicht mehr verwendet, aber der ist ganz gut. Palace Identity steht da. Überall, auch auf den anderen Produkten, aber so hieß die Firma auf jeden Fall nicht. Ah, ich weiß es nicht. Bin mir unsicher. Aber genau, der ist gut. Dann geht es weiter mit Catrice Clean ID Mineral Bronzer SPF. Auch den, oh, der sieht ganz schön zugesifft aus, aber auch den mag ich sehr, 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 sehr gerne. Rival de Loop, Sunset Lover Highlighter und Bronzer. Ich weiß nicht, ich fand den halt von der Optik schön, aber es ist halt immer so ein bisschen blöd, finde ich. Ich finde, der Bronzer hätte dann größer sein müssen als der Blush. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich das zusammengetragen habe. Also muss ich noch ein bisschen testen. Hier ist eher, finde ich, Blush, sage ich schon, Highlighter. Der Highlighter größer als der Bronzer gefühlt. Und das finde ich dann nicht ganz so schön. Also den teste ich noch ein bisschen. Alte Schätzchen, und zwar Bahama Mama von The Balm. Das ist auch frühere YouTube-Zeit, ne? Auch der ist super zum Konturieren. Ist ein bisschen dunkler, also für helle Häutchen muss man ein bisschen aufpassen. Aber dennoch benutze ich den ganz gerne ab und an mal. Hatice Schmidt Labs. Da habe ich auch den Bronzer von. Und der ist natürlich richtig, richtig toll. Der ist toll auf meiner Haut. Der ist so leicht. Ach, weiß nicht, macht einfach ein tolles Hautgefühl. Ich finde den schön. Der ist so ein bisschen luminous, ganz leicht. Also... Der ist richtig schön seidig auf der Haut. Mir gefällt er sehr, sehr gut.
Wie ihr merkt, gefallen mir die meisten Sachen, aber die anderen Sachen habe ich heute schon aussortiert. Von Nabla habe ich den Skin Bronzing Soft Revenge. Den habe ich mal zugeschickt bekommen von Purish damals, als ich noch damals aktiv YouTube gemacht habe. Genau, das ist dieser Bronzer. Den hätte ich mir so nicht gekauft, aber ich finde den ganz gut. Auch den habe ich schon relativ gut benutzt. Ihr seht auf jeden Fall, dass man Nabla darauf nicht mehr lesen kann. Also der ist schon ein bisschen benutzt, gefällt mir gut. Und dann habe ich hier von Catrice Winnie the Pooh, finde ich richtig süß. Soft Glow Bronzer habe ich erst ein, zwei Mal benutzt. Deswegen kann ich da noch nicht so viel zu sagen, aber er sieht halt einfach super, super hübsch aus. Den musste ich einfach haben. Jetzt kommen wir zu ein paar größeren Schinken. Und zwar haben wir hier Catrice Matte Face and Body Bronzer. 30 Gramm, das ist wirklich ein Riesenteil. Aus der Tropic Exotic LE ist das. Genau, ihr seht es ja da durch. Den finde ich auch ganz schön. Wird mir ewig halten. Dann haben wir von Rival Loves Me Take Me to the Beach. Auch ein Riesenteil. HD Body and Face Bronzer. Auch den finde ich richtig super. Dann kommen wir zu Kiko. Und zwar habe ich hier ein paar aus der Joyful Holiday LE. Das ist das Hydrating Matte Powder in der Farbe 05 Karamell. Ja, das ist schön hell. Also das gefällt mir auch, Leute. So muss ich es am besten halten. Das gefällt mir. Es ist gut für helle Häutchen. Finde ich toll. Macht das, was es soll. Richtig klasse. Ist matt. Dann habe ich nämlich aus der LE noch Luxurious Baked Bronzer 02 Craved Sienna. Der andere gefällt mir ein bisschen besser, aber der ist hier ein bisschen shimmery. Gefällt mir auch gut. Kann man auch machen oder als Topper verwenden, whatever. Der ist auch schön. Und dann noch eine Palette. All You Need Face Palette. Das ist das. Und da weiß ich noch nicht, ob ich das noch weiterhin behalte. Das möchte ich noch ein paar Mal testen. Ich weiß nicht, Highlighter ist jetzt ein bisschen dunkel, dann ist da so ein Puder. Ich weiß nicht. Ist nicht ganz so meins. Vielleicht werde ich das aussortieren, aber das möchte ich noch mal testen vorher. Dann haben wir hier It Cosmetics. So, das ist einmal diese hier. Auch bei der bin ich mir noch unsicher, möchte ich noch testen. Da ist ein Cream-Highlighter drin, das ist ein Puder drin, das ist ein Blush, das ist ein Bronzer. Aber der Bronzer finde ich ein bisschen rotstichig für meine Haut. Wahrscheinlich kommt die auch weg, aber das überlege ich mir. Oder komm, ganz ehrlich, wenn wir jetzt schon dabei sind, dann sortiere ich die beiden jetzt einfach aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht so meins ist. Genau, die beiden werde ich aussortieren, die gebe ich demnächst mal in den Trash-Heap. Dann habe ich hier von Catrice Cheek Palette. Oh Gott, hier löst sich schon der Kleber, was nicht so geil ist hier. Naja. Die finde ich tatsächlich gut. Das Einzige, was halt nicht so schön ist, ist der Bronzer Luminous ist. Den hätte ich lieber in matt. Aber gut, man kann nicht alles haben. Manche Leute haben es lieber so. Aber die benutze ich auf jeden Fall ganz gerne. Dann haben wir hier noch drei Stück und dann sind wir durch. Also als erstes habe ich hier von NARS, Narcissist. Diese Palette, genau. Die habe ich mal von meiner Oma und Opa zugeschickt bekommen. geschenkt bekommen, als die im Urlaub waren, haben die mir die mitgebracht. Das ist diese. Bin kein absoluter Fan, aber sie ist okay. Also ich werde sie auf jeden Fall benutzen, einfach auch, weil ich die vom Aussehen schön finde und ich nicht so viele Nachsachen habe. Deswegen behalte ich die. Dann noch von Catrice, Maxime Giacomo. Baked Face Palette und die finde ich ganz schön. Die werde ich auch behalten. Ich mag die Blushes da drin sehr. Und das hier soll, glaube ich, ein Highlighter sein, aber auch das benutze ich mehr als Bronzer. Ja, die gefällt mir aber gut. Und dann meine letzte Face Palette mit Bronzern drin auf jeden Fall. Urban Decay Sin Afterglow Palette Highlighter in Blush steht da drauf. Aber für mich ist das hier ein Bronzer auf jeden Fall. Und das, ja, das ist mehr ein Blush für mich, aber genau. Benutze ich auf jeden Fall dafür und die finde ich ganz gut. Die benutze ich des Öfteren mal, habe ich jetzt auch in letzter Zeit ein paar Mal benutzt. Am liebsten trage ich daraus den Highlighter oder einen der Blushes auch. Genau. Das war's, meine Lieben. Das waren meine ganzen Bronzer und Paletten mit Bronzern. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und beim nächsten Mal geht es dann schon weiter mit Blush. Ich hoffe, wir sehen uns da wieder. Bis dann.